Hallo, ich bin Stefanie und wir sind hier in der Ratiopharm Arena in Ulm. Neben mir habe ich Till Pape sitzen. Er ist Basketballspieler bei Ratiopharm Ulm und wir unterhalten uns heute über das Thema Ernährung für Sportler. Hi Till, schön, Hi. Dass du heute da bist. Hi. Und zwar, ich bin Personal Trainerin und das Thema Ernährung ist für mich und für meine Kunden ein sehr wichtiges Thema. Wie sieht es bei dir als Leistungssportler aus? Ich glaube, dass Ernährung mit das Wichtigste für Leistungssportler ist, weil man seinem Körper so viel abverlangt und die Nahrung, die wir zu uns nehmen, eigentlich unser Treibstoff ist. Und da muss man darauf achten, dass man gute Sachen zu sich nimmt, weil sonst die Leistung einfach nicht gebracht werden kann. Du als Nachwuchsprofi spielst sogar in zwei verschiedenen Mannschaften, einmal in der Pro A und gleichzeitig auch in der Basketball-Bundesliga. Wie oft trainierst du denn am Tag? Eigentlich zweimal am Tag, morgens und abends, jeweils immer so gut 2 Stunden, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger. Und dann komme ich so am Tag auf gut 5 Stunden Training. Und wie ist so dein Tagesplan? Wann isst du und wann trainierst du? Also meistens, wie gesagt, ist morgens und abends einmal Training. Dann klingelt mein Wecker morgens genau 2 Stunden vor Trainingsbeginn. Dann stehe ich auf und frühstücke erstmal richtig ausgiebig. Eigentlich immer ein Müsli mit Haferflocken, verschiedenen Kernen und Nüssen, ein bisschen Obst, Joghurt, Quark, Milch, je nachdem. Ich variiere das eigentlich von Tag zu Tag, so dass ein bisschen Abwechslung drin ist. Dann fahre ich ins Training. Vielleicht esse ich direkt unmittelbar vor dem Training nochmal eine Banane oder einen Apfel. Mhm. Dann mittags nach dem Training richtig gutes Mittagessen, viele Kohlenhydrate, alle Speicher wieder auffüllen, besonders ausgewogen. Dann ein bisschen Pause und je nachdem, wie spät dann das Training ist, gibt es noch einen kleinen Snack vorm Training und dann abends nochmal eben eine vollwertige Mahlzeit mit allem, was der Körper braucht. Ja, du gibst deinem Körper also durchgehend ein bisschen Energie, du machst ja auch sehr viel Sport. Bei mir ist es so, ich ernähre mich nach dem 5-Säulen-System. Das heißt, die 5 Säulen bestehen aus gesunden Kohlenhydraten, gesunden Fetten, Proteinen, Vitaminen und Ballaststoffen und natürlich Flüssigkeit. Und ich versuche in meinen Tagesablauf, in meinen Ernährungsplan alle 5 Sachen zu integrieren. Hast du 3 Tipps, die du einem Sportler oder Leistungssportler geben würdest? Ja. Also als erstes würde ich sagen, dass man einen persönlichen Groove finden muss, der sowohl auf das Ziel abstimmt, aber auch auf sich selber. Dann als zweites ist die Qualität ganz entscheidend, finde ich, gerade bei den tierischen Produkten wie Fleisch und Eiern und Milch. Und als drittes würde ich sagen, weil man als Sportler so viel essen muss, muss man ordentlich Abwechslung reinbringen, damit man den Spaß an der Sache nicht verliert. Das ist auch ein gutes Fazit. Also zielorientiert, ausgewogen und die Qualität der Lebensmittel müssen wir beachten. Ist das ein gutes Fazit? Das kann ich so unterschreiben. Sehr schön. Schön, dass du heute da warst. Ich danke dir. Weitere Informationen zum Thema Ernährung für Sportler, Tipps und Tricks findet ihr hier unten in der Infobox.